Homberg. Morgen ist Valentinstag. Wer noch kein Präsent und keine Ideen für seinen Liebsten hat, für den haben wir Last-Minute-Geschenke für bis zu 20 Euro in Homberger Läden gesucht. Valentina, so heißt die weiße Rose, die Florist Jan Korte zum Valentinstag empfiehlt. Die Blume wächst in Südafrika und wird zum Fest der Liebe mit Wachs und einem kleinen roten Herzen verziert, erklärt Korte. Dadurch bleibe die Blume bei richtiger Haltung über 14 Tage lang schön anzusehen. Wichtig ist, den Stiel quer anzuschneiden und der Blume alle 2 bis 3 Tage frisches Wasser zu geben, sagt der Florist. Eine der Valentina-Rosen kostet 4 Euro. Für das Budget von 20 Euro könnten also 5 Blumen gekauft werden. Revemarkt Moor, ich liebe dich. Diese Botschaft können Verliebte ihrem Partner mit einem herzförmigen Kissen für 6 Euro mitteilen. Dazu empfiehlt Inhaber Kai Moor Süßes. Zum Beispiel Trüffelpralinen oder Erdbeeren und Himbeeren in einer Herzchenform. Außerdem sorgen 2 Floristinnen für individuell zusammengestellte Blumensträuße. Zu uns können alle Spätentschlossenen kommen, wir haben bis 22 Uhr geöffnet, ermutigt Inhaber Moor. Feinkostladen Piazza. Das Piazza bietet eine Auswahl an Kaffee, Tee und regionaler Feinkost. Almut Karger stellt im Wert von 20 Euro ein Set aus Trüffelpralinen, einem Likörwaldbeere mit Grappa in einer Herzflasche, aromatisiertem Kaffee sowie Amarettini, einem italienischen Gebäck zusammen. So hat man etwas für Leib und Seele, mit Liebe zusammengestellt und mit Herz verschenkt, sagt Karger. Juwelier A. Bode. Beim Juwelier ist es schon schwieriger, etwas für weniger als 20 Euro zu finden. Susanne Mannheim von A. Bode ist trotzdem der Meinung, dass Schmuck ein ganz besonderes Valentinstagsgeschenk ist. Schmuck ist individuell und bleibend, sagt sie und zeigt schließlich auf ein 2-reihiges Edelstahlarmband mit Herzanhänger von S. Oliver. Das liege mit 25,99 Euro zwar etwas über dem Budget, bereite gerade Frauen aber besondere Freude.